Willkommen Leute zu einer weiteren Folge One vs. One und ja, heute zocken wir wahrscheinlich immer gegen denselben, weil es sind gerade wenige auf dem Server. Ja, es ist nämlich wieder mal ziemlich früh noch am Morgen, also ja, eigentlich Mittag gerade. Und ich glaube, da sind nicht so viele online tatsächlich. Ja, wir machen gerade zufälliges Kit und ich denke mal, ich bin eigentlich ganz gut. Guck mal hier. Ja, ich habe gerade zwar schon einen Kampf verloren im Voraus vor der Folge, aber das war eigentlich auch nicht so schlimm, weil wir haben jetzt gewonnen, meine. Schön. Ich wollte heute eigentlich auch ein kleines Thema ansprechen. Hat ja auch mal gesagt, dass ich so kleine Themen anspreche. Und jetzt habe ich wieder so ein scheiß Suppenkit hier, Alter. Wo ich wieder hotkeyen muss und ich keinen Bock habe, ja. Mann. Okay, auf jeden Fall eine Sache. Jemand, oder ja, in letzter Zeit ist ja der Gommes-Server tatsächlich so ein bisschen unbeliebt geworden, ne? Und, ja, darüber wollte ich vielleicht einfach mal ein bisschen was erzählen. Es ist ja tatsächlich auffällig, dass der Server in letzter Zeit ziemlich leer ist auch. Und einige Spielmodi wohl auch nicht mehr das sind, was sie früher mal waren. Es wurden wohl einige Spielmodi entfernt. Eine Lobby ist anders geworden. Und ja, da hat auch der Battlecrafter ein bisschen drüber gesprochen. Ja, Grüße gehen nochmal raus. Alter, ich bin gerade übelst gut. Ich weiß nicht, was mit mir los ist, Alter. Oder vielleicht ist er einfach nur zu schlecht. Übrigens, hier ist alles noch im Halloween-Design. Ist eigentlich auch nicht schlecht. Ja, aber könnte man langsam mal wegmachen, weil es ist jetzt schon 2 Wochen her. Gut, auf jeden Fall so auf Gomme ist irgendwie nicht mehr so viel los. Ja, die Spielmodi sind alle ein bisschen, naja, eingeschlafene Füße. Bed Wars und so bleiben natürlich noch da. Die sind natürlich noch am Start. Aber ja, einige Sachen wurden wohl entfernt, die ganz gut waren. Mein Warglauber gibt es jetzt nicht mehr. Und auch hier Survival oder wie das hieß, also einfach nur Survival, ist wohl alles jetzt nicht mehr da. Was natürlich ziemlich schade ist, wie ich finde. Aber ich muss ja sagen, ich habe auch nie wirklich gegen oder auf Gomme gespielt, so wirklich. Also ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht so der PvPer. Deswegen weiß ich nicht, hat mich das jetzt nicht so gejuckt unbedingt. Und ja, keine Ahnung. Kann er jetzt auch nicht so viel sagen. Nur, dass es eben schade ist, dass der Gommel-Server wohl langsam jetzt, wo er 4 Jahre schon durchgehalten hat und immer eigentlich beliebt war, dass er jetzt halt doch irgendwie, ja, zugrunde geht oder so, ne? Okay, ich gehe übrigens mal zur Lobby zurück, denn ich muss mal eine andere Runde gehen. Vor allem hier steht 8 im Spiel. Ich gehe mal hier zu den Neuen. Hier sind ein paar mehr. Ich hoffe mal, da kommt jemand. Ne? Ah, die wollen gegeneinander. Guck ich mal, ob er hier will. Oder er. Na komm, hier für den Rest der Folge wollte ich noch ein bisschen. Wir haben gerade mal 3 Minuten los. Das muss jetzt noch laufen hier. Okay. Ja. Auf jeden Fall, was kann man noch sagen? Ich weiß es auch nicht genau. Eigentlich nicht mehr viel. Ich mach mal hier so ein kleines Bildchen. Und ja, dann gucken wir mal. Ja, ich weiß nicht. Ich bin halt nicht so der PvP-Spieler, hat man auch gemerkt. Im Mini-Varo-Finale, da habe ich ja auch verloren. Und das liegt halt daran, dass ich eigentlich total schlecht bin. Außer gegen die Leute hier gerade. Ja, weil gerade gewinne ich irgendwie fast jede Runde. Was ich auch verwunderlich finde, denn ja, wie gesagt, normalerweise bin ich halt wirklich nicht so. Und da schaffe ich halt nichts. Aber jetzt geht's irgendwie. Leute, er lässt sich einfach die ganze Zeit hitten und macht nichts bei mir. Ja, da ist klar, dass man verliert. Also ich weiß auch nicht, warum ich gerade so gut bin. Eigentlich bin ich relativ müde. Aber es klappt ja irgendwie, ne? So, ja, los. Der ist wütend, merke ich schon. Der hat auf jeden Fall Bock, seine Aggressivität an mir auszulassen. Na gut. Dann gucken wir mal. Hab ich wieder den ersten Hit gehabt. Ja. Lol. Alter, mit einem halben Herz. Geil. Nicht schlecht. Ich glaube, der kommt sich auch verarscht vor, aber er hat noch Bock, wie es aussieht. Jetzt haben wir mal ein anderes Kit. Gucken wir mal. Habe ich ihn schon, Alter, schon 2-mal getroffen. 3-mal. Yo, Alter, als ob ich den die ganze Zeit treffe. Alter, das geht ja gar nicht. Ich habe ihn 4-mal getroffen. Was ist denn jetzt los? Na toll, Blindness, ey, das ist ja voll scheiße. Arsch. Ja, wow. Toll. Hä? Als ob er so low war. Na gut, er hatte nicht viel Zeit zum Regenerieren tatsächlich. Alter, der hat übelst Bock gegen mich zu kämpfen hier gerade. Okay.
So, dann gucken wir mal. Zumindest ist es nicht so ein Hacker wie letztes Mal, also letzte Folge. Da hatte ich ja hier einige Leute, die wieder irgendeine Scheiße gebaut haben. Es gibt ja auch so spezielle Spielmodi tatsächlich, habe ich gehört, in One vs. One, wo du dann eben irgendwie 10-mal pro Sekunde hitten kannst und keine Ahnung, das ist so ein spezieller Modus, wie ich jetzt erfahren habe in den Kommentaren, tatsächlich bei Streetmaster wurde das mal geschrieben. Ja, also da gibt es tatsächlich extra so Hacker-Modus oder sowas in der Richtung. Ist auf jeden Fall, naja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt vertreten soll oder nicht. Okay. Na, komm. So. Oh, jetzt habe ich mal wieder nicht gewonnen. Naja, gut. Kann ja auch nicht immer klappen. Komm. Letzte Runde würde ich sagen für die Folge. Oder? Doch nicht. Hat wer Bock? Die machen jetzt. Machst du? Ah, ich glaube nicht, dass die noch Bock haben. Die wollen nochmal jemand anders haben. Hallo. Ah, jetzt habe ich sie zurückgezogen. Ah, da ist einer. Ja, komm, gegen mich, gegen mich. Okay. Letzter Kampf jetzt. Hm. Ja, danach beende ich die Folge. Ich habe jetzt auch nicht mehr so viel Zeit. Ich muss gleich los. Denn, ja, montags ist bei mir immer ein bisschen stressig. Muss ich ja sagen. Oh, scheiße, Alter. Jetzt geht's aber los hier. Der war wieder richtig gut im Gegensatz zu dem anderen. Ja, da fürchte ich mich schon wieder hier. Würde ich sagen... Gehe ich raus, wir sehen uns beim nächsten Mal und ja, haut rein. Tschüss.